Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fallen 2.0 mit dem Wesley und dem Delta. Hallo. Hallo. So, Wesley baut hier oben. Will alles haben, kriegt aber nichts. Krieg hier gar nichts. Und der Delta rennt hier unten rum. Und macht Sachen. Man halt so macht. Ja. So. Da. Freunde, wir haben Aluminia am Start. Alumina. Hallo, meine ich ja. Alu meine ich ja. So heißt das jetzt. Das habe ich gesagt. Musst halt auch richtig zuhören. Ja, das meine ich ja. War nicht gut. Wir klauen uns hier jetzt einfach den Eisen, weil gut ist halt so unnötig. Und jetzt bauen wir den Krempel hier neu. Und Wasserpumpen hast du automatisiert, ne? So. Wir lassen das noch leer laufen, würde ich sagen. Ja. Überall Produktivität hier rein. So, und weg damit. Nur gucken, dass ich hier nichts abreiße, was stehen bleiben muss. Wäre äußerst unproduktiv. So. Jetzt muss ich mal schauen. Was ist das denn hier eigentlich für eine Leitung? Was macht die denn? Viskoses Schlammwasser. Ah ja, alles klar. Weg. Ach Junge, wo bleiben die denn? So. Hier hat dasselbe in grün. Ja, mal geliefert. Ja, was dauert da so lang? Weg. Machen wir den hier hin und hier noch einen hin. So. Okay. Wasser. Ja gut, das können wir ja. Können wir liegen lassen. Nur mal der Betonkopf. Was mut dat mut? So. Warum habe ich eigentlich so unfassbar viele Pulvermischer? Wie macht's? Wir müssen mal schauen. Kann ich ja jetzt das. Heißt, der braucht dann auch. Bei Lines. Mein Gott. Zu faul. Zug nach Hause. Was fährst du? Ich bin am Arsch der Welt und fordere irgendwas an, das dauert immer 100 Jahre. Ah, das. Ja. Ich muss zwischendurch meine Base fahren. Ja, Wasserstoff bietest du aber irgendwann, ne? Was biete ich an? Ja, Wasserstoff. Nö. Wie nö? Ja, nö. Ja, einfach nö. Ja, ist es doch. Oh, Tatsache.
Warum? Habe ich das gebaut? Ja. Keine Ahnung. Eigentlich machst du die ganzen Flüssigkeitsgeschichten da. Warum habe ich das getan? Wann habe ich das getan? Ja, Wesley, du kannst sie übrigens dir abholen. Oh, cool, danke. Oh, Junge, was brauchst du so lange? Was brauchst du so lange, hä? Was ist dein Problem? Ständig werfe ich einen kaputten Zug in mein Abfallsystem und er kommt mir immer wieder zurück. So Sachen machst du, ja? Ja, wenn du ihn anforderst, also Züge. Ich kann nicht mehr bauen, ey. Was mache ich denn hier eigentlich? Blackout? Ja, irgendwie. Okay. Let's look, wie das hier läuft. Oh, ernsthaft? Schlacker Erzbrecher. Der Erzbrecher ist, glaube ich, schnell, ne? Jetzt Aluminium mit drauf. So, wollen wir mal gucken, wie viel hier so ankommt. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Alter, wie das Chlor hier weggezogen wird. Pump. Durch. So, da. Okay, jetzt geht's. Laufen alle Maschinen. Und es wird mehr Beton. Okay, wir haben jetzt die maximale Betonproduktion erreicht. Ist gut, wir befinden uns mittlerweile auf der ersten Seite. Gott sei Dank. Wir produzieren jetzt 3,7k Betonziegel die Minute. Warum? Damit sind wir über Uran, über Hydrokatalysatoren, über Schwefel, über Eisenerz. Gut. Freut mich. Das ist ja schön. Darf ich mit einer Gegenfrage antworten? Was Warum denn? Nicht? So. Weil wir es können. Genau. Macht es sich FPS-mäßig bemerkbar, wenn man alles betoniert? Ja. Beim Betonieren schon. Wenn's Licht, weiß ich nicht. Glaub nicht. Weil im Endeffekt, ob du jetzt quasi den Boden hier als Untergrund lädst oder halt den Beton dann. Ich denk mal, das macht keinen Unterschied. Läuft bei uns. Ja? Immer? Alter. 3,1k.
Oh, jetzt ist Ziegelstein alle. Was haben wir nicht? Koppertanksten. Doch, haben wir. Nee. Doch. Doch. Doch, die habe ich gemacht, ne? Weiß ich nicht. Glaube. Ah, wir haben ja noch genug Strom. Ich brauche noch Kopper. Die nicht gemacht? Meine Schorn. Copper Tungsten Plate. Moment. Muss ich erstmal. Copper Tungsten Plate. Und vom Wolfram Pulver. Nee. Tatsächlich nicht. Brauchst du die jetzt? Nee, nicht unbedingt. Aber wäre schön, wenn sie hättest, ne? Irgendwann werden wir sie brauchen, ja. Dann hat das ja Zeit. Ja, chronischer Ziegelsteinmangel. War. Haben wir hier noch genug zum Wechseln eigentlich? Also voll. Vielleicht werde ich überfahren. Schon wieder? Ah, hä? Was meinst du? So. Ah, entspannte 3,7k. Echi nice. Warte mal, hier kommt zu wenig Iron. Wer hat denn diesen Bahnhof gebaut? Gott. Welchen? Pump. Ah, ist egal. Ich weiß, wer das war. So was komisches baut. Ich mache jetzt erstmal in unsere Erzproduktion Produktivitätsmodule rein. Ja, hatte ich gerade eben auch schon überlegt, aber. Ja, eigentlich nur Sinn. Ja. Ach, hier kriege ich ja keine Module, wenn ich hier stehe. So, Wesley, wie sieht's denn eigentlich aus bei dir so? Was? Das, was ich brauche. Boah, du brauchst das schon. Ja, das ist für die Satelliten. Die Rakete wartet. Ja, warte noch ein bisschen. Habe ich eine Wahl? Wir könnten ja theoretisch. Warte mal, habe ich nicht. Hatte ich nicht irgendwo hier? Rocket Sea. Kann dich nur umstammen. Haben wir Natriumcarbonat? Alter. Natriumcarbonat. Warte. Ah, macht man aus braunen Algen gereinigtes Wasser. Habe ich das nicht hergestellt? Was hast du mit Braunalgen gemacht, ja? Nee, Rotalgen, oder? Braun. Oder warte mal, das Zeug habe ich schon hergestellt. Verdammt, wo war das nochmal? Natriumcarbonat. Nee, ich glaube, das wolltest du herstellen. Deswegen hast du die Braunalgen da oben angefangen. Hier.
Guck mal, da ist doch sogar ein Bahnhof. Hast du schon gebaut? Laser Jizz, ich guck mal nach, ob da Module drin sind. Na, wenn, dann sind die. Ich weiß aber, was du meinst. Ich hatte das auch gesehen, aber ich meine, da stünde, hätte null Module gestanden. Weil das hier halt randvoll ist, ne? Ich glaube, so war das. So stand das da. Aber wenn, dann würden sie. Ja, normal können die hier nirgendwo ankommen, ne? Kein Thema. Was ist das denn hier? Kupfer schmiert ab. Nee. Oh, was habe ich denn getut? Ach, nö. Ach, nö. Alles kaputt. Ja, Mann. Schlecht. Oh, no. Nee. Oh, no. Wenn die abdrehen. Ja. Warum haben wir denn kein Kupfer? Larren. Okay. Wäre halt sinnvoll, das hier mit einzuladen hier, ne? Damit es jetzt puffert, weil das ist jetzt voll. Das war's. Wäre schon irgendwie dumm, ne? Kaum wohnt Wesley in der eigenen Bude, schon klappt nichts mehr. Und Wesley, was haben sich denn so für Probleme aufgetan, von denen du vorher gar nicht wusstest, dass sie existieren? Heizen. Heizen? Am ersten Tag habe ich meine Heizung vergessen anzumachen und ich bin nachts fast erfroren. Das war so das Schlimmste. Es war wirklich voll kalt, ich hatte am nächsten Tag voll Kopfschmerzen. Heizen? Ich hatte tatsächlich am Anfang, wo ich ausgezogen bin, gemerkt, was man alles so für Zeug in der Küche braucht. Das so, so ein Dosenöffner. Den hat man 40 Jahre lang einfach so benutzt. Und dann wohnt man 18. Dann wohnt man allein und denkt sich so, wo ist der Dosenöffner? Ich war einmal in einem Laden, da gab es alles. Ich bin da reingegangen, bin mit 3 Einkaufswagen rausgegangen und mit 500 Euro weniger. Ich hatte alles. Ich brauche fast gar nichts mehr kaufen. Krasser Typ. Ja. Da habe ich meine Mutter einmal mitgenommen. Die hat mir sofort gesagt, das brauchst du, nimm das mit. Das ist kacke, nimm lieber das. So ging das. Waren wir 2 Stunden da. 3 Einkaufswagen voll gemacht. War geil. Ich wusste das erst nicht, aber jedes Mal, wenn du über 100 Euro einkaufst da, kriegst du 20 Euro Gutschein. Wir hatten das 3-mal über 100 Euro, also hatte ich 60 Euro als Gutschein. Ja, aber du brauchtest dann nachher nichts mehr, ne? War doof. Doch. Dann bin ich nochmal dahin gefahren, hab mir noch ein Regal und 2 Stühle geholt. Aha. Noch Geld gespart. Dosenöffner und Mikrowelle haben mir meine Eltern zum Auszug geschenkt. Mikrowelle habe ich, glaube ich, seit 10 Jahren. Dosenöffner ist halt einfach das Wichtigste. Ja, für die Ravioli, ne? Ja. Aber weißt du was, Luma, die haben heutzutage alle so einen schönen Verschluss oben. Da brauchst du keinen Dosenöffner mehr. Das gab's aber vor Jahren noch nicht so. Und schon gar nicht die billigen für 69 Cent aus dem Lidl. Ja, weißt du, was das Beste ist? Wenn du die Dose dann aufhast, ne?
Dann drehst du es rum, kippst den Topf und siehst, auf der anderen Seite war das Ding zum Aufreißen. Das ist Next Level. Das kann ich mir richtig geil vorstellen. Fällt sich voll ab, die scheiß Dose zu öffnen, kippst rein, guckst du. Fuck. Am besten ist aber, wenn du die Dose mit so einem Messer penetrierst und da oben so ein Loch einschneidest und das dann mitkriegst. Hatte ich nicht irgendwo voll die Beschleunigung gebaut für irgendwas hier, ne? Ah, hier. Hier ist Ausrasten. Puh. Ich hab gerade einen Blackout. 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 Out. Burnout. Out of black. Out. Ah, fuck. Ist das immer noch nicht so weit, dass das hier puffert oder was? Was? Wahnsinn. Der ist voll, der hier unten noch nicht. Wo ist das denn, Mann? Da. Will die Agrarforschung machen. Weil ich krieg hier. Hey, du hast das doch letzte Folge, bist da noch nicht. Ein Artikel und so habe ich damals von meiner Mutterliste erhalten. Weil ich krieg hier extrem Sauerstoff und Kohlenstoff. Da wissen einfach alles. Was kriegst du? Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid. Habe ich als Nebenprodukt. Aber extrem viel. Mhm. Also falls ihr das... Warte mal, Kohlenstoffdioxid, da kann man auch raus was irgendwas Feines machen. Delta. Meinst du? Ich guck mal. Guck mal. Ich guck. Hey, guckst du. Blaualgen. Ach, Methanol kannst du daraus machen, dann kannst du theoretisch Plastik, glaube ich, draus machen. Merken müssen wir uns merken. Du kannst auch Alumina und Natriumcarbonat damit machen. Alumina? Das brauche ich. Alumina. Nee, warte mal. Was hat man eben gesagt? Scheißegal. Das Zeug da halt. Ja. Alle wissen, was gemeint ist. Jemand, der Beacons benutzt? Ja, jede Menge. Hier, geht ab wie Rakete. Warte, irgendwo, ja, also wo hatte ich... Tolle Sachen kann man da nicht drauf machen. Hier, plus 4080%. Ich glaube, das war das Höchste. Ja. 4080% läuft. Wir haben ja Strom ohne Ende. Das ist ja, ich weiß auch nicht. Ja, ja, der Delta saß da einmal ein paar Folgen dran am AKW und... Der eskaliert halt total, ne? Also wir könnten jetzt noch das... Unendlich. Dreifache. Gut, dass ich dieses eine blaue Zeug nochmal gesehen habe mit den braunen Algen, sonst hätte ich das wahrscheinlich wieder neu gebaut. Boah, das ist noch nicht mal voll gelaufen. Ich hoffe, du brauchst nicht sehr viel dafür. Von... Warte, für die Satelliten war das, ne? Ja, ja. Warte, ich kann dir sagen, wie viel wir dafür brauchen. 3. 3? Ich 1000, meinst du, oder was? Also, wir brauchen pro Satellit brauchen wir 10 von denen. Dafür brauchen wir 20 Sodium-Kobaltat pro Satellit. Geht eigentlich. Oder? Das ist ja voll wenig. Ich so. Baue hier was auf. Ja. Kommt denn jetzt schon was an, oder was? Nein, warte kurz, ich hab's gleich. So, Freunde, wir machen Feierabend. Er hat's gleich. Ja, das heißt, es dauert nur noch 4 Folgen. Ohne Moment. Oh, die Forschung noch 3%. Oh, bitter. Aber die Dinger kommen jetzt automatisiert. Immer mal wieder so ein paar. Dauert auch nicht mehr lange, dann ist das vollgelaufen hier. Klingt schon hier so. Geht.
Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie das hier läuft, aber irgendwie läuft das schon. Wenn man was sucht und Mama weiß nicht mehr, wo es ist, dann ist es wirklich weg. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und tschüss. Tschüss.